So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt einfach gleich beim letzten Mal weitergespielt. Das macht ja keinen großen Unterschied. Und ich würde sagen, wir machen uns gleich mal daran, die nächste Aufgabe hier zu erledigen, die hier direkt vor uns wartet. Also diese Orks reden mir hier zu viel und zu laut. Da kommen sie gerade. Ah, was soll das? Du hast die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Suche sie heraus. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Okay, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, mein Handy hat geblinkt. Das sollte natürlich nicht passieren. Ich denke, die nehmen wir gleich mal an. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Was für eine Macht könnte das sein? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Wo gucke ich hin? Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Das ist auch wie bei Batman, wenn er seine... tatsächlich seine... na, Detektivfähigkeit einsetzt. Kann man ja auch immer schön Spuren suchen. Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu sein. Aber ich finde, es passt hier ganz gut in das Spiel auch hinein. So Geisterfähigkeiten und dann ist es natürlich mit dem Kampfmodus so. Es gefällt mir natürlich auch an den Batman-Teilen so, diese Kämpfe. Ach, jetzt bin ich doof, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Soll ich mich verlaufen? Nee. Scheint, dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Die Mob-Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhalten lassen. Das ist nicht schlecht. Jetzt können wir gleich mal unsere ausgebildete Fähigkeit einsetzen. Wow. Bam. Burn, baby, burn. Nicht schlecht. Und weiter geht's. Nee, Moment. Ja, das ist, hier lang. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Gib mir mein Vater. Das wird von großen Helden dabei. Ich laufe hier schon wieder an Mauern. Mauern sind ihm kein Hindernis. Blut durch deine Adern. Ja, wenn der aus meiner Blutlinie stammt, bin ich ein Zwerg von Erebor. Boom, assassiniert. Nicht schlecht. Das hat er nicht kommen sehen. Aber die sehen das kommen. Weil ich gerade die Leiche werfen ließ. Was ist das jetzt hier? Warum werde ich jetzt so begeistert? Ich auf irgendeinem Turm stehe. Das ist ein Turm wie ganz am Anfang gewesen. Kann ich hier jetzt was tun? Ah. Ach, jetzt aktiviere ich den quasi auch so. Okay. Das machen wir einfach mal. Tatsächlich. Welch wunderschöner Stein. Der Turm ist wiedergeboren, so wie ich. Ja gut, danke. Wenn du dich nicht in einem Kampf oder Auftrag befindest, kannst du jederzeit zwischen freigeschalteten Schmiedetürmen auf der Karte schnell reisen. Wenn du stirbst, erstehst du am letzten freigeschalteten Schmiedeturm wieder auf. Ah, gut, also ich bin dann gar nicht in der Mission direkt wieder. Oder? Naja, das werde ich ja dann sehen. Aber wenn ich irgendwo anders sterbe... vielleicht außerhalb einer Mission bin ich wieder auf diesem Turm. Du kannst auch einen freigeschalteten Schmiedeturm auswählen und drücken, um Zeit verstreichen zu lassen. Das wird die Tageszeit verändern und jegliche aktuell stattfindenden Machtkämpfe unter den Uruks auflösen. Oho. So einen Machtkampf will ich dann auch mal miterleben. Das ist bestimmt ganz spannend. E halten. Aufzählung, passiert nichts. Ah, ich habe Miriam bekommen. Ah ja, ich konnte jetzt einfach runterspringen. Ohne Heuwagen. Und jetzt möchte ich aber Gollum folgen. Jetzt habe ich doch die Spur von ihm. Da. Okay. Dann wollen wir mal Gollum. Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Pfaden. Nein, halt, wir wissen noch nicht, dass es Gollum ist. Es könnte ein Ork sein. Nein, es ist kein Ork. So
so springe ich auch immer Baumstümpfe, wenn ich irgendwo lang renne. Okay, gut, wir wollen nicht zu den Orks, wir wollen hier hoch. Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Da sind Fledermäuse oder so. Dort, es läuft davon! Und Gollum. Gollum. Kann ich ihn gut nachmachen? Das klang gar nicht schlecht. Smerg? Das ist wieder V. Wenn das nicht wieder V ist. Okay. Hier hoch, denke ich mal. Das sind zwar viele Spuren. Okay, was haben wir hier? Was haben wir da hinten? Das sieht hier wichtig aus, das sammle ich gleich auf. Aber erst ist da hinten. Ach, das ist eine Gesundheit erneuern, aber ich bin gar nicht verletzt. Gut, dann gucken wir mal. Das war Dexter-Musik. Hab ich das richtig gehört? Das klang wie bei... Das sieht ja böse aus. Was für ein Zauber ist das? Ein verlorenes Armstück, Talion. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder, ja. Nur wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur! Der hat doch gar nichts gemacht. Wir müssen ihn eigentlich mal gleich alle anschreien, ne? Weil das eklig aussieht. Oh. Und Blutrot. Schnell! Es läuft davon! Ja, ein Feuer tötet ihn. Das ist nicht schlecht. Gut zu wissen. Jetzt kann ich hier aufnehmen. Jetzt habe ich einen neuen Fall. Folge der Kreatur aus der Höhle. Was ich gerade sagen wollte, ich werde gerade jetzt so, als würde ich muss ich kämpfen. Die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Ja, der Jäger sollten schnell getötet werden. Drücke während des Laufens Leertaste. Hör auf, dich zu bewegen! Tut mir leid, dass ich leben will. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, das kleine Videokarte, das man sehen kann, das so gütig war. Scheinbar ist dem seiner Familie von unserem bester Freund auch was Schlimmes zugestoßen. Achso, ich muss ja Leertaste drücken. Zum Springen, da muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Boah, und so ein Hund ist ja auch noch mal. Das wäre jetzt natürlich ärgerlich. Okay. Oh, tippe Leertaste um. Okay, ja, das ist. Ich. Oh nein. Oh Gott. Ah, das ist die letzte Chance. Bewege das Symbol mit der Maus in den Kreis hinein und drücke dann die gezeigte Taste. Das ist der Kreis hier unten. Okay. Ah, das ist die Maustaste. Sehr gut. Der könnte uns nicht. Oh. Jetzt sterbe ich aber gleich wieder, weil ich ja kein Leben mehr habe. Oh. Aber das Hundevieh ist schon mal wenigstens tot. Der Taste. Boah, wie er ist. In der Luft sind schwer. Ich muss hier erstmal weg. Stehen bleiben! Nur losspringen. Oh Gott, ich bin nämlich jetzt wieder tot. Muss ich das nochmal machen? Ah. Deine feige kleine Sehr Kreatur gut. lauert irgendwo hier in den Schatten. Da, in dem Loch. Ihr wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja. Wir brauchen es. Er ist so ein guter Schauspieler, der Gollum. Schweig. Das ist unglaublich. Sei still, mein Schatz. Wie er man diese doppelte Persönlichkeit darstellt. Das ist... Nur ein bisschen pflegen sollte er sich mal. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, tut uns nichts. Was meint ihr davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns in unseren Träumen. Du siehst mich.
Wieso keinen Gollum-Geister sehen? Na, vielleicht wird das noch geklärt. Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Menschen. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören dem leuchtenden Herrn zu dienen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Gollum. 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 Okay, das letzte Gollum war ich. Okay, Ich traue ihm nicht. Zu Recht. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Du bist mir eigentlich relativ egal, wer du bist. Du bist halt unser Geisterkumpel. Was mich eher interessiert, ist eigentlich, warum... Also, am Anfang wurde ja gesagt, dass er vom Tod verstoßen wurde. So hat uns ja unser Geisterkumpel auch erzählt. Und er hat ja auch seine eigene Leiche gesehen. Also wir jetzt, Talion. Warum kann er jetzt hier als ganz normaler Mensch rumrennen, obwohl er ja tot ist? Mit Geisterfähigkeiten. Okay, irgendwas ist jetzt verfügbar. Irgendein Ort. Ich kann eine Fähigkeit freigestalten schon wieder. Ja, aber warum läuft er hier als Mensch rum und unser Geisterfreund irgendwie als Geist nur? Ist er in seine Leiche zurückgeschlüpft und trägt die jetzt quasi jetzt? Aber dann ist er ja auch nicht tot. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. So, kann ich denn hier unten schon was? Nein, ist alles noch geschlossen. Doch, hier steht... Jäger Garak gelange die Fähigkeit, Angriffe von Karagor zu kontern. Das kann ich scheinbar alles jetzt hier schon, weil ich das andere... Gift drücke in Gesteuerung, um Gift in die Krogfässer zu geben. Okay. Sterben die dann da, sehr gemein. Okay, aber Gift, das finde ich immer ein bisschen hinterhältig als ein Kampf. Ich denke, ich wollte ja eh hier, das mit dem Speedboost klingt nämlich gar nicht schlecht. Ich muss meine Landung genau abstimmen und dann Leertaste drücken. Wenn ich mich über ein Hindernis schwinge, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsbonus und eine Treffserie von 1 zu halten. Okay, also wenn ich irgendwo... drüber Jumper muss ich tatsächlich einfach mal der Taste drücken. Mal gucken, ob ich daran denke. Aha. Da hinten ist schon wieder eine Aufgabe. Oder bin ich noch in einer Aufgabe? Nein, ich hab's gerade. Töte den Waldläufer und du erhältst ein Schatz Grob und einen Sklaven. Nein, lass mich mal bitte in Ruhe. Ich will mal kurz gucken. Ich brauche jetzt mein Hindernis und drüber springen. Ah, der Stein sieht gut aus. Ja. Oh, das war jetzt nicht, hä? Was ist das denn gerade angehört? Krieger. Einer war ein Berserker, kein Krieger. Was auch immer sie waren. Sie hätten nicht so nah am Feuer stehen sollen. Festung. Der Waldläufer in der Nähe war. Ah, das ist jetzt so eine Festung, die ich einnehmen muss. Das erinnert mich... An was erinnert mich das? Das ist wie bei Far Cry. Das ist auch bei Assassin's Creed nochmal so. Ja, da gab es auch Festungen, die man einnehmen. Okay, so stecken wir uns erstmal. Ich habe nämlich gerade was entdeckt. Das will ich mir jetzt mal angucken. Ein Wespennest. Schon mal. Gucken wir mal V an. Nö, da regen sich zwar welche auf. Aber ich sehe jetzt keine Orks, die irgendwie rumjammern. Ich dachte, das ist jetzt so lustig mit dem Bienen. Nichts passiert. Okay, das können wir explodieren lassen, aber dann werde ich entdeckt. Werde ich entdeckt? Bin ich entdeckt worden? Nein. Die sind einfach vom Feuer zurückgeschlagen worden. Ich würde hier schon gern kämpfen. Ich frage mich nur, ob es besser ist, sinnvoller, aus dem Hinterhalt alle zu erledigen. Ich habe aber auch nur noch einen Pfeil. Kann ich den hier auch nehmen? Ich würde sagen, wir laufen hier mal kurz. Ich meine, wir können ja auch so schleichen. Habt ihr das gehört? Nee, hier ist nichts. Hier ist niemand. Wieso ist denn da jetzt diese Erscheinung von mir übrig? Ja, hier ist niemand.
Dann rede ich jetzt, wenn er sich umdreht. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Hier ist hoffentlich keiner. Auf der Karte sieht man zwei Leute. Ach, den hätte ich auch aus dem Busch heraus töten können. Kann ich die Leiche wegholen? Geht nicht. So, hey, jetzt hängt er wieder ein Hassminister. Aber hier ist er kein Gegner. Ich würde ganz genau treffen. Das ist mir ja gelungen. Und da ist ein Hauptmann. Gucken wir mal. Pushcream. Pushcream Fleischmaler. Um Details zu... Ja, habe ich wieder nicht. Keine Details. Aber ich kann ihn ins Ziel markieren. Pushcream der Fleischmaler. Ah, der hat eine Kraft von 10 Grad gehabt, oder? Das wird hart. Aber ich will jetzt hier nicht ewig im Busch stehen. Das ist ja langweilig. Ich würde sagen, wir fordern mal einen offenen Kampf aus. Ach, ich hab den nicht. Sieht eh keiner. Doch, jetzt. Der ist schon gut. Vielleicht wurde er von Minen angegriffen, den hatte schon. Oh, ich werde feiern. Da pustet er in so ein Horn. Da sind überall Mist, da hätte ich mal drauf achten sollen. Einen Tag lässt man nicht am Leben. Kümmern wir uns um ihn. Um den Bogenschützen hätte ich mich kümmern sollen. Und jetzt ist hier noch einer. Noch so ein Hauptmann. Das ist natürlich nicht gut. Aber so Massen von Gegnern sind ja mal ganz lustig. Nur die Pfeile nerven. Okay, ich sollte echt mal hier hochklettern. Und nach die Pfeile töten. Bogenschützen bewegen. Und tschüss. Aber was haben wir hier? Danke. Jetzt haben wir nämlich wieder... Nein! Das ist runtergesprungen. Ja, wir verlieren langsam Leben. Das sieht nicht gut aus, das sind echt viele. Und die Bogenschützen sind am schlimmsten. Ich muss hier echt kurz weg. Oh nein, nein, das waren Bogenschütze jetzt nämlich gerade. Nein, zu spät! Nein! Ach, ich wollte... Durch solche Magen wie dich werde ich Karriere machen. Ach, so siehst du aus. Du willst lernen. Verwaltungsfachangestellter oder sowas. Was? Dadurch, dass er mich besiegt hat, ist denn seine Macht gerade angestiegen? Ja, der macht tatsächlich Karriere. Urus, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position in Saurons Armee herausfordern. Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen an Macht. Was ich hier gerade sehe, da hinten sind so Trolle, aber... Das ja, erstmal. Macht der auch? Ja, werdet ruhig stärker. Das macht gar nichts. Ich mache euch sowieso platt irgendwann. Nicht? Das ist... Ja, das ist mir total egal, was ihr hier so macht. Na gut, dann lassen wir das. Wir sind tot. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Das klingt zwar sehr schön, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was das bedeutet. Es sind Geistertürme. Für mich sind es Geistertürme. So. Naja, ich habe jetzt erstmal kurz keine Lust mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Seep weiter. Ich bin euer Let's Seep. Jetzt habe ich es zweimal gesagt, damit ihr Bescheid wisst. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zu sehen, wie ich gerade gestorben bin. Bis zum nächsten Mal. Peace.